Morgenandacht, Reinhard Hirtler, Philipper 3, Tag 8. Hallo, hallo, hallo und einen herrlichen guten Morgen. Paulus sagt in Vers 10, was einer meiner Lieblingsverse geworden ist. Dort steht, und ich sehne mich ständig danach, die Wunder Jesu kennenzulernen und die überströmende Kraft seiner Auferstehung in mir zu erleben. Im Herzen des Apostel Paulus war so ein enormer und tiefer Schrei, Jesus wirklich immer besser kennenzulernen. Er sagt, ich sehne mich ständig. Er hatte also ein tiefes Verlangen. Und denkt dann, das Wort kennen bedeutet, es zu erleben. Für den Mann, der alles tat, um vor Gott gerecht zu sein, nur um dann herauszufinden, dass er es nicht war, muss das ein Schock gewesen sein. Überleg mal, warum hatte Paulus so ein strenges und diszipliniertes Leben geführt? Um vor Gott gerecht zu sein. Dieser Mann opferte und führte ein sehr kompliziertes Leben. Und eines Tages sagt Gott zu ihm, sorry, Paulus, nichts davon macht dich vor mir gerecht. Das muss ein Schock gewesen sein. Aber dann sagte Gott zu ihm, ich weiß, dass du schon immer gerecht vor mir sein wolltest, und ich sage dir, wie du es werden kannst. Nicht, indem du etwas tust, sondern du das Richtige glaubst. Das muss auch ein Schock für ihn gewesen sein, den, der so viel tat, um gerecht zu sein. Gott, so viele Jahre habe ich all diese Dinge gemacht, um gerecht zu sein, und du sagst, ich bin es nicht? Und jetzt sagst du mir, das Einzige, was ich tun muss, ist zu glauben, dass Jesus alles bereits getan hat? Nein, Gott, so einfach kann das nicht sein. Doch Paulus ergriff in seinem Herzen, dass es so einfach ist. Deshalb predigte Paulus Jesus und Jesus allein. Deshalb ließ der Mann, der alles tat, um gerecht zu sein und dann feststellte, dass er es nicht war und herausfand, wie es werden konnte, Jesus nicht mehr los. Er sagt, und ich sehne mich ständig danach, die Wunder Jesu kennenzulernen und die überströmende Kraft seiner Auferstehung in mir zu erleben. Er tat alles, um das zu erleben, was er schon die ganze Zeit erleben wollte, aber nie erhalten hatte. Und nach Jahren der Anstrengung, der Aufopferung und des Verzichts, und nachdem er herausfinden musste, dass das alles nichts wert war, sagt Jesus plötzlich, ich möchte es dir umsonst als Geschenk geben. Kein Wunder, dass Paulus ein Verlangen nach Jesus hatte. Betrachte es mal von dieser Seite. Ich werde dir ein weltliches Bild geben, damit du es verstehst. Du hast das Verlangen, ein Millionär zu sein. 20 Jahre deines Lebens hast du gearbeitet, extrem hart gearbeitet, hast dich mehr diszipliniert als alle um dich herum und nach 20 Jahren der Aufopferung und eines extrem disziplinierten Lebens findest du heraus, dass alles Geld, was du verdient hast, in Wirklichkeit wertlos ist. Und dann kommt ein sehr reicher Milliardär und sagt zu dir, wenn du alles wegwirfst, was du erreicht hast, kannst du meine Milliarden gratis haben. Nein, das ist zu gut, um wahr zu sein. Stimmt. Evangelium bedeutet eine Nachricht, die zu gut ist, um wahr zu sein. Viele Leute wollen die einfache Wahrheit des neuen Bundes nicht. Also Reinhard, ich muss doch etwas tun. Komm schon, das ist zu einfach. Ich möchte etwas dazu tun.
Du kannst der Gerechtigkeit von Gott, die durch Jesus Christus kommt, nichts hinzufügen. Sobald du das verstehst, wirst du Jesus ständig mehr erleben wollen, so wie Paulus. Sobald du merkst, dass du 20 Jahre so hart gearbeitet hast, wie du konntest, aber nichts erreicht hast, sondern alles, was du dir verdient hast, wertlos ist, und dann ein Mann kommt, der dir seine Milliarden umsonst geben will und du ihm nur vertrauen musst, wird deine natürliche Reaktion sein: Wow, diesen Mann will ich kennenlernen. Ich will ihn wirklich erleben. Du wirst diese Person nicht verachten, sondern zutiefst dankbar sein. Weil Paulus das verstand, war sein Leben gefüllt von Dankbarkeit. Und er sagt: Mann, ich sehne mich danach, ihn besser zu kennen. Ich sehne mich danach, die Wunder seines herrlichen Werkes besser kennenzulernen. Ich kann die Kraft seiner Auferstehung haben. Mann, wie sehr sehne ich mich danach. Schau, was Paulus sagt. Ich will mit ihm eins sein in seinen Leiden und ihm gleich werden in seinem Tod. Sobald du wirklich alles verstehst, was Jesus für dich getan hat, und sobald du verstehst, dass nichts, was du geleistet hast, irgendeinen Wert vor Gott hat, doch hingegen alles, was Jesus getan hat, sehr viel, dann wirst du glücklich sein, für den zu leiden, der alles für dich hingegeben hat. Denk darüber nach. Paulus sagte in Römer 8: Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Römer 8, 18. Paulus erlebte diese Herrlichkeit, denn die Herrlichkeit ist Gottes Güte. Er erlebte, dass alles, wofür er gearbeitet hatte, nichts war und er plötzlich alles geschenkt bekam. Sehnst du dich ständig danach, in mehr Intimität mit Jesus zu leben? Du kannst sie nicht erleben, solange du nicht jedes bisschen Selbstgerechtigkeit in deinem Leben loslässt. Lass uns jegliche Form der Selbstgerechtigkeit ablehnen und alles ergreifen, was Jesus für uns getan hat. Und morgen reden wir dann weiter.